Ja, wie ich jetzt gerade erfahren habe, wird seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei inzwischen der ganze Verlauf geprüft. Dem wird gerade nachgegangen. Gleichzeitig habe ich erfahren, dass alle Anzeigen, die zuvor seitens der Betreuten aufgrund ihrer Psyche eingestellt wurden, dass selbst die alle neu geprüft werden. Ist halt jetzt die Frage, warum werden die plötzlich neu geprüft? Liegt das schon an den Dingen, was seitens der Betreuerin ja geändert werden sollte, wie eben, dass sie ja nicht diese psychische Erkrankung hätte, dass ihr die Pflegegrade nicht zustehen würden, dass es ja alles gar nicht braucht, dass sie die schwer beschädigten Prozente nicht braucht, dass es ja alles keine Relevanz hat. Wenn das natürlich alles schon so eingereicht wurde und sie sich auch über einen neuen Arzt das entsprechende Gesundheitszeugnis hat ausstellen lassen, der natürlich die Unterlagen über die ganze Erkrankung, die seit Kind an besteht, dadurch ja auch schon in Betreuung war, dadurch ja auch schon in Wohngruppen lebte, viele Therapien und Therapeuten hatte. Wenn das natürlich jetzt dann alles, also das kennt der ja dann nicht, der neue Arzt, ja, und wenn er dann entsprechend was ausgestellt hat, dann sieht das natürlich schlecht aus, ja. Also dass dann die ganzen Anzeigen neu geprüft werden und alle wieder Relevanz haben, ist natürlich dann fatal, insbesondere jetzt bei eben dieser neuen Prüfung des gesamten Verlaufes. Ich selbst bin jedenfalls froh, wenn das Ganze endlich mal vom Tisch ist und ich hoffe, dass wirklich auch aufgedeckt und aufgezeigt wird, was hier wirklich passiert, dass hier seelischer Missbrauch an Schutzbefohlenen passiert. Ist zwar alles belegbar, aber es hat ja das Gericht bisher, wie gesagt, nicht anerkannt, nicht angeschaut, keine Ahnung. Dass es dann auch aufhört, dass ich plötzlich Prüfungen bekomme, dass mich Behörden und Ämter anschreiben, wie eben, dass ich unterhaltsverpflichtet sei, warum ich das nicht angegeben hätte. Ich wusste gar nicht, dass ich unterhaltsverpflichtet bin. Wem? Den Tieren? Gut, gut für die Tiere muss ich aufkommen, ja. Ja. Diese Tiere, die ja die Betreuerin auch über die Betreute ins Tierheim abschieben lassen wollte, wohlgemerkt. Nein, aber es war ja auch noch anders. Es hieß ja nicht nur, dass ich unterhaltsverpflichtet sei, was ich nicht angegeben hätte, sondern ich müsse ja einen neuen Mietvertrag haben, warum ich Alten einreiche. Über meinen Namen kam man dann auf meine Homepage, wo ich dann sage, wie geht das? Ja, also da waren sehr viele skurrile Sachen, wo dann die Mitarbeiterin dann nach einer Weile das Stottern anfing und sich da auch ein bisschen verplapperte. Ja, dass sie halt sozusagen schon vorgeimpft wurden, dass sie gewisse Sachen nachprüfen und abfragen sollten und dadurch auch entsprechend die Daten erhielten. Weil das sind Sachen teilweise, die können die nicht wissen und da kommt man so auch normal nicht drauf. Ja, dann eben, dass dieses besagte Konto, wo auch da dieses Amt anfragte, das war ja das, was ja die Betreuerin dann hat anschließend für mich sperren lassen. Man muss sagen, sie stellt es ja schon clever an, weil immerhin ich wurde als Fremdnutzer von der Betreuerin jetzt bei der Bank angegeben. Die Bank hat mich weder angerufen, angeschrieben, gar nichts, obwohl meine Telefonnummer, meine Daten alles bei der Bank hinterlegt sind. Ich bin nicht angerufen worden, das heißt im Endeffekt, jeder kann sich melden und irgendwas behaupten. Sehr interessant. Sie hatte es wie gesagt geschafft, dieses Bankkonto wurde gesperrt, ich sei der Fremdnutzer, mein Geld wurde abgeräumt. Gleichzeitig heißt es aber, dadurch, dass die Betreute ja keine Miete zahlen braucht, warum wissen wir alle eben, wie gesagt, nicht ja bei gültigem Mietvertrag. Ja, die Miete habe ich ja im Endeffekt jetzt dann für sie mitgezahlt. Die Versicherungen, die ganzen Rechnungen habe ich ja mitgezahlt, weil sonst natürlich von anderen die Klage droht. Ach, dann kam noch, ich mache Steuerhinterziehung und dann kam plötzlich, ich hätte ja die GEZ seit 2012 nicht gezahlt beim Hessischen Rundfunk. Ja, erstens bin ich erst 2015 nach Hessen gezogen. Zweitens war alles immer geregelt und also es hat alles seine Richtigkeit, aber es sind sehr, sehr viele solche skurrilen Sachen, die seit neuestens plötzlich alle auftauchen und wodurch es dann heißt, ja, das stimmt nicht und das stimmt nicht und da fordern wir jetzt Gelder ein und da fordern wir jetzt ein und da sperren wir und da pfänden wir. Also es ist sehr kurios, dass das alles schlagartig da passiert, wo man dann diese ganzen Verleumdungen gegen einen selbst eingereicht hat.
und darum gebeten hat, dass das bitte unterlassen werden soll, ja? Und plötzlich kommen all solche Dinge. Ihr werdet geschockt im Endeffekt, was doch alles so möglich ist. Aber wer eben auch Gutachten abändern lassen kann, ja, warum soll da nicht auch Behörden mit reinziehen können? Aber bevor man mir jetzt irgendwelche Unterstellungen wieder macht oder behauptet, ich verleumde jetzt dann. Es war nur eine Frage in den Raum. Alles klar. Ich wünsche Spaß. Bis zur nächsten Runde.